Nichts los heute. Das muss bestimmt schön sein, mal so eine Reise zu machen. Aber das geht. Zum Beispiel in ein Land, wo die Pinguine wohnen. Oder wo die Bananen wachsen. Der Fluss, der fließt weiter durch wunderschöne Landschaften. Grüne Wiesen, bunte Felder, blauer Himmel. Das riecht, wie wenn jemand kochen würde. Fisch und Pilze. Das essen doch immer der kleine Bär und der kleine Tiger. Ja! Ja. Haben wir es gut, nicht wahr, kleiner Bär? Wir haben alles, was das Herz begehrt. Und wir brauchen uns vor nichts zu fürchten, weil wir auch noch stark sind. Ja, ja. Ich bin stark wie ein Bär. Und du bist stark wie ein Tiger. Ich bin klein und du bist klein. Lass uns große Freunde sein. Freunde jetzt. Huch, was ist denn das? Die Kiste kommt aus Panama und riecht nach Bananen. Panama ist das Land meiner Träume. Da müssen wir unbedingt hin. Denn wir brauchen uns doch vor nichts zu fürchten. Aber wie kommt man nach Panama? Wenn man den Weg nicht weiß, braucht man zuerst einen Wegweiser. Fest geklopft. Ha! Und sie machten sich auf den Weg. Immer der Nase nach. Ich auch, immer nach links, denn rechts wohnt der Bauer und wo der Bauer wohnt, kann nicht Panama sein. Und so gingen sie noch ein ganzes Stück, immer wieder nach links. Aber das war natürlich falsch, denn wenn man immer wieder nach links geht, wo kommt man denn zum Schluss hin? Nach Hause! Dahin, wo man losgegangen ist. Ich kann nicht mehr, mein Fell ist nass, meine Füße tun mir weh, ich habe Hunger und müde bin ich auch. Und überhaupt, wo sollen wir denn heute Nacht schlafen? Ach, warte. Rechts ein Fass, links ein Fass, darüber ein Dach und keiner wird nass. Wie gut, wenn man einen Freund hat, der eine Regenhütte bauen kann. Aber richtig gemütlich ist es noch nicht. Na, warte. Links ein Ast, rechts ein Ast. Anzünden, dreimal pusten. Und schon ist es gemütlich wie zu Hause. Was ich je gesehen habe. Schau mal, ein Schild. Oh, da steht Panama. Panama. Ja, wir haben es gefunden. Das Land unserer Träume.